Heute treffe ich Dennis und Benjamin Benny Wolter, die berühmten Wolter Twins. Ich kenne sie von ihrer überaus erfolgreichen YouTube-Show Worldwide Wohnzimmer, haben sie sogar schon den Deutschen Comedy-Preis gekriegt. Verrückt. Sonst ist nicht viel über sie bekannt, außer dass sie in Düsseldorf zu Hause sind. Das alles wird sich heute ändern. Ihr werdet eine Menge über sie erfahren, vielleicht auch Dinge, die ihr nie wissen wolltet. Also freut euch auf einen Tag mit Dennis und Benjamin Wolter, den Wolter Twins. Das heißt, wir sitzen in dem Waggon, aber wir sitzen nicht nebeneinander, weil wir uns total auf Zoff. Ich will mit Benny zusammen Wetten, das machen. Es geht gut los, sie wohnen natürlich ganz oben und ich wette, es gibt keinen Fahrstuhl. Hat er extra den Fahrstuhl abgestellt? Ist der kaputt? Nee, oder? Ja, aber ich fährt nicht. Kai. Morgen. Schön, dass du hier bist. Danke. Was geht ab? Morgen. Wir haben den Comedy-Preis gewonnen. Komm rein. Nee. Moment. Und das ist wirklich lustig. Weil ich habe mir was überlegt. Weil nicht jeder, der zuguckt, kennt euch ja vielleicht. Weil nicht jeder euch bei Wer weiß denn sowas gesehen hat oder eure Show kennt. Ja. Ne? Deswegen wollte ich euch kurz vorstellen. Pass auf. Die Zwillinge, Dennis und Benjamin Wolter. Dennis und Benjamin Wolter. Ja. Geboren am 19. Oktober 1990 in Düsseldorf. Ja. Sind deutsche Entertainer, Moderatoren, Podcaster, Musiker, Unternehmer und Webvideoproduzenten. Bekannt wurden sie 2020 mit dem Sieg beim Deutschen Comedy-Preis. Ja, ist es. Als hätte er es gewusst. Dennis Wolter absolviert eine Ausbildung zum Marketingkaufmann. Ja, ist richtig, Jonas. Mhm. Und Benny Wolter zum Mediengestalter. Richtig, ja. Seit 2019 veröffentlichten die Wolter-Zwillinge als Ballermann-Musikgruppe Dicht und Doof die Singles Rudi das Rüsselschwein. Ja. Ich bin Rudi, Rudi das Rüsselschwein. Und An die Wand. Ja. Schmeiß deinen Schatz hier an die Wand, dann bist du solo. Schmeiß deinen Chef an die Wand, dann hast du frei. Die Musikrichtung bezeichnen sie als Promillekopf. Seit 2021, Mai 2021, führen sie durch den Podcast Sauna Club Susanne. Unter anderem traten sie als Gäste bei Wer weiß denn sowas? Jo! Im ZDF Fernsehgarten? Ja. Was habt ihr da gemacht? Soll ich das peinlich oder? Nein. Und sie nahmen beim Duell um die Welt teil. Und heute wird die krasseste Challenge, glaube ich, für uns alle. Wir fahren nämlich gleich zusammen Bahn. Aber erstmal würde ich sagen, essen wir was. Wann bist du eigentlich so breit geworden? Das kam mit dem Erfolg. Da muss ich quasi mit der Erfindung des Big Tasty Bacon. Ja. So, und hier wohnt ihr jetzt also zusammen? Ich wohne hier. Nee, Benny ist heute nur mein Gast. Die Wohnung von mir in Finnland ist meine Wohnung. Meine Wohnung. Muss man sich leisten können, sage ich mal ganz gerne. Mhm. Wieso? Achso, wir drehen jetzt bei Dennis, weil deine. Nichts vorzeigbares? Ich bin Mietnomade. Da ist bei mir schon alles sehr abgewohnt. Ja. Dennis hat ein bisschen was Schöneres hier. Also, du bist der Normalere der beiden Zwillinge? Ja. Das wird sich nach dem Dreh herausstellen, ob er normal ist. Und wie lange wohnst du jetzt schon hier? Ich wohne jetzt hier seit 2020. Ja. Und ich habe davor quasi in der Altstadt gewohnt, in Düsseldorf, und das war quasi ein bisschen mehr Party-Umfeld. Ihr verbringt schon auch außerhalb des Worldwide-Wohnzimmers Zeit miteinander? Ja, voll. Ich würde sagen 6 Tage die Woche. Mhm. Und auch wirklich dann unter der Woche, wenn wir dann zur Arbeit fahren, wirklich dann von morgens bis abends. Und es ist auch nicht langweilig, oder? Es kommt teilweise heiser auf der Arbeit an, weil wir uns wirklich auf jeder Bahnfahrt streiten. Deswegen haben wir jetzt eigentlich einen Deal seit 2 Wochen, dass wir uns morgens nicht mehr treffen. Das heißt, wir sitzen im selben Waggon, aber wir sitzen nicht nebeneinander, weil wir uns total oft zoffen. Ja. Wegen Kleinigkeiten. Worüber? Das sind so Kleinigkeiten. Es ist wirklich bei uns. Hast du schon das und das ausgedruckt? Nein, habe ich nicht. Dann solltest du doch machen. Ja, weil du hast doch gesagt, dass du es machst. Also es sind so Kleinigkeiten. Und aber dass ihr euch jetzt streitet nur über Kleinigkeiten, liegt das daran, dass ihr unterschiedlich seid oder dass ihr euch zu ähnlich seid? Diese Frage ist total schwer zu beantworten. Ich glaube, ich weiß deswegen das gar nicht. Deswegen habe ich sie gestellt. Ich glaube, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir sind eigentlich in 90% der Fälle komplett gleich, aber die 10%, die dann entscheiden, dass man sich... Ich glaube, wir meinen auch ganz oft immer das Gleiche, bloß man drückt sich falsch aus oder anders aus und es ist ja wirklich so, dass wir haben zwar unsere Unterschiede, aber wie du schon richtig sagst, wir sind uns eigentlich teilweise, glaube ich, einfach zu gleich und zu ähnlich.
Obwohl, dieses zu ist ja negativ behaftet. Ich finde es ja gut, dass wir dann... Ihr seid aber schon eineige Zwillinge. Eineige, ja. Genau. Weil ihr seht ja nicht wirklich komplett gleich aus. Wir haben früher als Kinder und Babys haben wir exakt gleich ausgesehen. Wir hatten quasi, ich würde sagen, wir hatten Glow-Up. Weil als Kinder und Babys waren wir tatsächlich keine Schönheit. Aber dann haben wir gleich schlimm aus. Deswegen ist es irgendwie... Wir sind aus wie Banker. Wir sind aus wie schmilzende Birnen. Aber ich finde schon, also ich bin immer zufrieden gewesen, Zwilling zu sein. Und man hat immer, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir haben auch keinen anderen besten Freund. Sondern wir sind unsere beiden besten Freunde, haben auch den gleichen Freundeskreis. Und deswegen gehen wir auch total oft alleine weg, weil wir uns, unsere anderen Kumpels haben mittlerweile auch keine Zeit mehr für uns und für die Party am Wochenende. Deswegen gehen Dennis und ich auch total oft zu zweit einfach feiern. Ja. So, weil das ist auch stressfreier, wir kennen unsere Macken, wir wissen, wie man den anderen anpacken muss, mit 2 Promille. Ich meine, ich denke, weiß ganz ernst, nicht, dass ihr das jetzt lustig versteht, ich meine es wirklich ernst. Logischerweise, wenn ihr zusammen irgendwo auftretet, werdet ihr mehr erkannt wahrscheinlich, ja, ja, als wenn ihr getrennt voneinander unterwegs seid. Total. Also es ist immer so, dass ich, wenn ich alleine in der Stadt unterwegs bin, ich mal am Tag danach ganz viele Nachrichten bekomme. Warst du das? Ich war mir nicht sicher. Warst du das? Warst du es nicht? Weil man, wie du richtig sagst, und wir werden am meisten erkannt, wenn wir jetzt so, weil wir gehen ja auch so durch die Straße, warum auch nicht. Dann werden wir öfters angesprochen, aber wenn ich jetzt alleine in den Penny gehe oder in Aldi, dann werde ich jetzt weniger angeguckt. Wirst du nur registriert? Genau. Bist du ein Filmfreak? Würde ich schon sagen, ja, klar. Das sind aber größtenteils auch... Ach, das sind alle Schmuddelfilme natürlich, ja, in jugendfreien Kassetten. Ja, ich bin großer Californication-Fan. Ja, aber ansonsten gucke ich natürlich das meiste online. Sehr lustig, ja, klar. Meine Lieblingsserie. Ansonsten ist das natürlich erstmal nur noch Deko, weil dann schiebt man sie noch irgendwie... Die schmeißt man ja auch nicht weg, ne? Nee, das stimmt. Guck mal, die haben wir heute auch hier, die ist aus der Sparty, ne? Und da schläft eine Katze oder sind das die Kuscheldecken? Das sind die Kuscheldecken. Das ist für einen Filmeabend, die werden dann immer rausgeholt. Das habe ich aber auch noch nie gesehen. Ich auch nicht, dass jemand, so ein Korb liegt. Dass jemand so im Korb so Kuscheldecken für den Filmeabend bereit liegen hat? Das so, ist schon... So wie Handtücher, so wie Handtücher auf der dann Toilette. Dann mache ich immer so. Fast schon manisch. Das ist wahrscheinlich dann der Arbeitsbereich. Ja, ein Hocker. Und hier, guck mal, Kai, das ist natürlich auch was, was wir dir zeigen können. Hier, das hat der Benni mir zum Geburtstag mal geschenkt. Und zwar ist das immer noch offen, ne? Ja, immer noch offen. Der Thomas war immer noch nicht da. Und er hat, ja, genau. Der hat das ja immer noch nicht erhört. Nein. Also, wenn du quasi irgendwie mal eine Faxadresse hast. Ja, ich habe ihm das ja auch schon mal gesagt. Aber ich glaube, es haben ihm so viele Leute schon gesagt. Ja, stell doch stumm. Mhm. Stell doch stur, möchte es nicht. Thomas Gottschalk quasi ist ja noch eine Liga über dir in deinem Empfinden. Oder ja, denkst du? Absolut, ne, weil guck mal, gerade die Generation, die jetzt mir voraus ist, altersmäßig auch, ob das jetzt Thomas ist oder Günther Jauch ist oder so, ne, die waren ja in einer Zeit im Fernsehen, wo das Fernsehen noch eine ganz andere Reichweite hatte. Ne? Und das ist ja der ganz große Unterschied auch zu der Zeit gewesen. Guck mal, wenn du Samstagabend Wetten, das moderiert hast und das haben dann vielleicht 20 Millionen Leute geguckt, dann war das ein Akt nationaler Bedeutung. Ne? Und dann wurde aber wirklich auch jedes Knopfloch diskutiert. Und das war halt einfach dann auch die nächste Woche Gesprächsthema, nicht nur am Montag. Und da waren natürlich auch Kaliber an Gästen dann zu der Zeit, weißt du, so, die hast du nirgendwo sonst gesehen. Die kannst du aus dem Radio, aus dem Kino. Ne? Und die gab es halt nur da. Aber ich finde, Thomas Gottschalk ist auch jetzt, ich würde nicht sagen Vorbild, aber auch schon jemand, wo Dennis und ich dann auch immer raufschauen und sagen, das ist ja schon cool, wie er auch die Shows früher, ich fand ihn früher noch stärker als heute, wie er die Shows auch dann abgeliefert hat und so, das ist schon so eine Art Moderationsstil oder ein Unterhaltungsstil, den wir gut finden. Mhm. Also das, diese lockere Art und dieses sich nicht selbst zu ernst nehmen, das finde ich total gut und total wichtig auch. Aber da muss er natürlich auch, das ist ein interessanter Punkt, weil auch ein spannendes Thema, warum konnte er so moderieren? Weil nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wurde. Ne? Und ja, das stimmt. Du siehst es ja heute eben auch, ne? Wenn er heute Samstagabend dann, wenn es einmal im Jahr Wetten, das gibt, dann kannst du ja mal Twitter aufmachen. Ja, ja, klar. Ne? Und dann weißt du aber, ne, dass jeder Punkt und jedes Komma in jedem Satz. Das ist schon schwierig. Ne? Das und schon. Ne? Es wird ja, das finde ich immer so schwierig, weil es wird ja alles, was gesagt wird, wird ja interpretiert. Ja, ja, ne? Ja, ja. Es ist ja gar nicht so, dass man erstmal, ja, das hat er gar nicht so gemeint, ne? Sondern. Doch, das hat er genau so hat er das gemeint. Ne? Genau so wie ich das verstanden habe, so hat er das aber auch gemeint. Mhm. Und das ist natürlich immer der negativste anzunehmende Fall, wie er es gemeint haben könnte. Ja, ja. Ne? Und das macht es natürlich schwer, weil seine lockere Zunge, das war ja im Grunde genommen hat das. Hat ihn auch ausgemacht. Und natürlich sagt man da vielleicht auch mal Sachen,
Also, wer Thomas kennt, der meint nichts Böses. Genau. Ne? Genau. Also überhaupt nicht. Ne? Und so redet man so daher. Ne? Und dieser Kontext wird immer mehr weggelassen. Das heißt, man hat nur noch Einzelstatements, die stehen ja für sich alleine. Und da weiß man gar nicht, wie man das gesagt hat, warum man das gesagt hat, mit wem man das gesagt hat. Und es wird interpretiert. Ne? Und es wird interpretiert. Das ist halt genau das. Versuche mich da auch voll frei zu machen. Also natürlich sollte man auch ein bisschen nachdenken, bevor man was sagt. Aber wenn man dann in diesem Rausch ist und man will die Leute unterhalten, Ich will mich da auch frei machen, weil sonst kann ich auch nicht so sein, wie ich bin. Also wenn ich jetzt anfange, eine Moderationsmaschine zu werden, ich glaube, dann habe ich auch nichts mehr, was mich ausmacht. Sondern ich bin ja deswegen, in Anführungszeichen, da, wo ich bin, weil ich halt so bin, wie ich bin. Und wenn ich einfach runterratter, dann ist auch, dann geht natürlich auch was flöten. Deswegen ist, glaube ich, ein schmaler Grat. Also man muss sich natürlich mit Sachen beschäftigen, aber sich da komplett immer alles nochmal zehnmal anzuhören, zehnmal drüber nachzudenken, was man sagt, ich glaube, dann ist man auch kein Unterhalter mehr. Dann ist man einfach ein Teleprompter. So. Hier sind nur noch ein paar schöne Erinnerungen. Guck mal hier. Das ist das Schlafzimmer. Wurde mir aber verboten zu zeigen, deswegen. Von wem? Natascha Ochsenknecht, die noch oben liegt. Ach, du wohnst hier nicht alleine. Nee, meiner Partnerin. Das ist meine Partnerin? Okay. Wie lange habe ich das denn nicht mehr gehört? Von, das ist Dennis Junge. Ist ein Gentleman von alter Schule. Ich wollte gerade sagen, wie soll man sonst? Lebensgefährtin? Freundin? Ja. Also sei denn, ihr seid verlobt, verheiratet. On oder? Off. Ja. Nee. Die Freundin. Von meiner Partnerin. Das ist so. Ich freue mich gewählt ausdrücke deiner Gegenwart. Ja. Ja, meine Freundin. Sagst du immer Partnerin? Nein, Freundin sage ich dann auch. Ja? Die Alte, also, je nach Zusammenhang. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht und du sie vorstellst, dann sagst du doch nicht, das ist meine Partnerin. Sag ich, ist mein Bubu. Grüß dich doch mal. Grüße an mein Bubu. Ist das dein Spitzname? Ja. Ja. So weiter gespitzt. Ja, meine Erinnerungsband. Wer hat das wem geschenkt? Oh. Du ihr oder sie? Habe ich ihr geschenkt, aus dem Oktoberfest. Wegen was für schlechten Gewissen. Ich habe sie mitgebracht. Was ich dich heimgebracht habe. Verstehe. Ja. Das machen unser Team übrigens immer. Einmal im Jahr gehen wir auf die Wiesen und das ist quasi unser. Dafür zahlen wir kein Gehalt. Ja, genau. Mit wie viel? Das ist das ganze Team? Mittlerweile sind wir noch mehr Leute. Also wir sind jetzt insgesamt, Sie wirst ihr nachher dann noch sehen, da kommen noch zwei Personen zu, jetzt kommt auch bald noch eine dritte dazu und plus Fotografen am Set sind jetzt schon ein paar Leute mehr. So, und? Ich habe heute extra hier aufgebaut, aufgetischt. Hier richtig frisch. Guck mich das mal an, das habe ich gestern Abend noch gemacht. Also wenn die Gurken ein bisschen fest sind. Also die stehen schon ein bisschen. Ja. Wahnsinn. Und natürlich Kai, ein kleines Geschenk. Ja, genau. Hier, das ist deine Lieblingsmarken. Trockenen Prosecco. Ihr kennt mich. Das ist allerdings für mich wirklich neu, weil ich wusste nicht, dass es hier bei diesem Lieferdienst, dass es da Pralinen gibt. Das gibt's da. Das ist extra wegen uns angefahren, in dieser kleinen Packung. Ja. Mhm. Wisst ihr, was verrückt ist? Also ich weiß ja, die stehen ja schon ein bisschen, sind die ja von Weihnachten und offensichtlich sind die auch schon ein bisschen aufgequollen, weil die Packung ist ein bisschen dick schon. Nein, die Qualität breitet sich nur aus. Ja. Wenn größer. So, und wo habt ihr die Geschenke gekriegt? Silvester. Ja. So, und das ist das aber, Champagner aber, sogar. Wollte ich sagen, ist ja zumindest ist ja so richtig Champagner hier. Vielen Dank, ihr kennt mich sehr gerne. Ja. Warum ich habe das für vier eigentlich. Genau, ich habe ja eigentlich, wollte ich ja mit dir zusammen, dass wir diesen Schrank aufbauen. Aber ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich wollte, dass es auch hier schön aussieht, wie du kommst. Bloß, die Türen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ob du handwerklich begabt bist. Wie ist das denn hier? Mach mal auf. Soll ich dir die Tür einstellen? Ne. Bist du da handwerklich? Das musst du hier einstellen. Danke. Ist zu viel, glaube ich. Ne? Jetzt musst du mich ein bisschen. Wir wollen es nochmal so realistisch wie möglich machen. Dann musst du auch so realistisch sein wie sonst. Ja. Für die Papiertüte drum. Und die andere Hälfte hast du schon getrunken? Ja, wahrscheinlich, heute Morgen. Zähneputzen. Statt Sport. Genau. Bist du denn Partytier? Bist du gerne unterwegs auch mal am Wochenende im Club? Ich gehe schon auch mal im Club. Ich gehe jetzt nicht jedes Wochenende im Club. Ich finde immer, wenn man feiert, muss es sich lohnen. Also nichts blöder. Ne? Also das ist was, das habe ich so gelernt. Das heißt, wenn die Stimmung nicht gut ist und wenn irgendwie nichts passiert, dann muss man auch früh nach Hause gehen. Mhm. Ne? Also ja, nichts ist blöder, als wenn du am nächsten Tag einen Kater hast. Und dann sagst du, ja, die Feier war scheiße, aber ich habe trotzdem was getrunken und das ist doch sinnlos. Das stimmt. Ja. Und hier, bevor es losgeht, ne, ihr wisst, ich habe einen Ruf zu verlieren. Mhm. Ne? Viele Grüße noch an unsere Freunde. Joghurt und Glas.
Ich möchte mal zum vegetarischen Lachs greifen. Habe ich schon gesagt. Ja, das hast du gehört. Ja, habe ich schon gesagt. Habe ich schon gesagt, das probiere ich auf jeden Fall. Also man muss eines sagen, das ist sowas. Also so die Konsistenz. Was wird da gemacht? Das weiß ich nicht. Kauft, aber schaut nicht, worauf es ist. Ich habe nur gesehen, dass du vegetarisch bist. Da wollte ich mal dazu. Ich dachte, die Wurst kenne. Ich bin nicht vegetarisch. Nee, aber ich bin vegetarisch. Ach so. Ach so, ach. Ja, so gut wie möglich. Das ach würde so sein. Wann das denn? Gestern noch ein Schweinebraten, heute gebissen, heute vegan oder vegetarisch. Das habe ich ja gerne. Du Wurst esse ich live. Darf ich mir die letzte Scheibe Käse klauen? Ich bitte drum. Kannst du mir bitte mit der Hand geben? Ist in Ordnung. Kannst du dir selber. Ich muss schnell noch ein bisschen Müsli. Was hast du gesagt, hast du hier? Gerstengras. Mhm. Haben wir zum Trinken zwischendurch. Mhm. Smoothie Bowl Pulver. Es ist jetzt ein Zeug drin, aber normalerweise war so ein Bowl drin. Pulver. High Protein Müsli. Achso, du bist aber auch hier. Das ist immer so, also machst du das? So? Nein, das oder macht hat das. Macht das, mach mein Bubu. Mach mein Bubu. Ja. Aber so Proteinpulver ist schon ein großes Ding für dich. Ja, trinke ich gerne. Ohne zu trainieren. Misch mir in die Sahne. Ja, der Kommode. Wir müssen Sonja Kraus einladen. Ja, oder Bera. Draufhalten, ich glaube, Beweismaterial für die Haftpflicht. Ja, die Haftpflicht. Draufhalten. Wir verpassen zwar am Ende den Zug, aber das. Ich hab den Ärger zum Kai geweckt, ich merk das. Mhm, hast du. Ja, es ist, jetzt ist es schön soft. Das ist krass. Jetzt fahren wir ins Studio. Und zwar nehmen wir jetzt beginnt ja eigentlich die Volt Experience, wir fahren mit der Bahn. Ihr fahrt immer mit der Bahn? Immer, wir haben keinen Führerschein. Mhm. Hier beim Jutesack habe ich schon meine Moderationskarten. Gestern fein säuberlich gedruckt, selbst geklebt. Hier einmal für Thorsten Sträter. Ja, die haben wir auch was vor. Heute Thorsten Sträter. Mhm. Und wir haben für dich noch ein paar Moderationen, die wir bald für ein Spiel verwenden würden. Und zwar mit Felix Lobrecht und Finch. Da brauchen wir dich vor Greenscreen. Du wirst ein paar Sachen abmoderieren. Ist das Finch asozial? Ah, der heißt nicht mehr Finch asozial. Der ist nicht mehr asozial. Finch ist jetzt sehr sozial. Mhm. Und da habe ich ein paar Sachen schon ausgearbeitet. Und ja. Wir sind da. Wow. To go, Trick. Dann mal raus. Ich habe euch ja versprochen, dass ihr heute auch Dinge erfahrt, die ihr eigentlich nicht erfahren wolltet. Okay, nur mal ganz kurz, warum fahrt ihr denn jetzt eigentlich mit der Bahn? Also nicht, dass ich das nicht gut heiße, aber... Wir haben keinen Führerschein. Beide nicht? Beide nicht, nee. Aber ihr habt doch gerade gesehen, eine Fahrschule unten im Haus. Ja, wir haben eigentlich alles. Also wir auch noch so eine, die hat ja auch so einen lustigen Namen, ne? Wir haben abgedreht, abgefahren. Ja, das dürfen wir jetzt nicht sagen, weil sonst weiß ja jeder, wo du wohnst. Ja, klar. Aber nee, das ist... Mit Power zum Lappen. Ja. Ja, das wäre jetzt mein Trainingsprogramm. So, das wäre, ich weiß nicht, also ich empfinde null Lust, ein Auto zu führen. Also macht mir null Spaß. Kannst du ja gar nicht wissen, wenn du keinen Führerschein hast. Immer wenn ich hinterm Steuer sitze, empfinde ich immer extremes Unbehagen. Aber habt ihr wirklich keinen Führerschein? Nee, null. Beide? Ich hab keinen. Habt ihr mal versucht, einen zu machen? Wir waren auf dem Verkehrsübungsplatz, weil wir nämlich für hier warten. Wir waren auf dem Verkehrsübungsplatz, weil wir für ein Spiel bei Joko und Klaas gegen ProSieben mussten wir Auto fahren. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, es lief mir kalt und nass den Rücken runter. Das war für mich der wahr gewordene Horror. Aber wir haben auch mit so mit Schaltwagen. Ich glaube, mit Automatik ist es, glaube ich, noch viel einfacher, das Auto zu fahren. Das würde ich mir, glaube ich, schon zutrauen, aber so Schaltwagen gar nicht. Und wie oft fahrt ihr jetzt in der Woche dann von Düsseldorf nach Köln? 4 bis 5 Mal. Ja. Das seid ihr jeden Tag im Stil? Ja. Also im Büro dann, ja, ja. Krass. Aber mal ganz ehrlich, warum ist denn das überhaupt so, dass ihr in Düsseldorf wohnt und in Köln aufnehmt? Das hat sich damals einfach so ergeben, weil wir haben ja unsere Mitarbeiter, die haben damals schon in Köln gewohnt. Und es hat sich dann irgendwie von den Immobilien so ergeben, wo unser Studio ist. Und wir haben halt immer realistisch gesehen, dass quasi Köln schon so ein bisschen mehr der für Promis leichter zu erreichen ist und ja schon so eher so ein Medienhotspot ist. Und in Düsseldorf hätten wir auch nicht gewusst, wo wir dann sowas aufbauen können. Aber ich frage mich jeden Morgen, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, warum machen wir das nicht in Düsseldorf?
Nein, die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist ja, was wäre einfacher, das Studio nach Düsseldorf zu holen oder euch nach Köln zu bringen? Mir ist immer wichtig, dass meine Mitarbeiter einen kurzen Arbeitsweg haben, weil im Endeffekt sind jetzt auch diejenigen, die auch unsere, also ich schneide selbst auch noch, aber die produzieren ja unsere Sendungen. Das heißt, dann bin ich lieber mal einen Tag im Homeoffice, aber unsere Mitarbeiter haben schnellen Weg zu ihren Rechnern, an denen sie arbeiten können. So geht es mir immer. Wenn die immer nach Düsseldorf fahren müssen, dann fällt da ein Zug aus, ihr kennt es ja selber, fällt da eine Bahn aus und dann haben wir unsere Mitarbeiter nicht vor Ort. Ja, wir könnt ja die aktuellen Mitarbeiter auch rausschmeißen durch neue Düsseldorf. Das ist der Plan. Auf lange Sicht ist das auch der Fall. Das werden wir machen. Wissen Sie jetzt noch nichts von? Hallo, liebes Team. Wir schauen uns um. Aber manchmal fährt man ja auch so zwischen den Zeiten, oder? Also, du hast ja gerade gesagt, deine Mitarbeiter und du schneidest ab und an auch noch selber. Ich schneide auch noch selber, ja. Das heißt, der Mundgeschuss, dass du das nicht einmachst? Geh mir hoch. Nee, ich habe noch nie geschnitten. Ich bin immer für das Inhaltliche zuständig. Ich bin ja auch gelernter Marketingkaufmann. Ich mache bei uns in der Firma auch noch die ganzen Bürogeschichten und die steuerlichen Geschichten. Also, ich gebe alles einen Steuerberater weiter, Ablage, Reisebuchungen mache ich auch noch hauptsächlich jetzt noch. Da holen wir uns aber jetzt bald Hilfe rein. Und Benny hat immer quasi geschnitten als Mediengestalter und macht auch quasi immer die Designs der Show und je nach Format. Und ich bin Waren da wir eher zurück nach Düsseldorf? Das war die Tour, nee. Und aber uns ist wichtig, dass wir bei unserer Sendung auch noch so die Finger, auch wenn es natürlich manchmal nervt, aber so die Finger drin haben, dass auch noch so der Flavor da ist. Das ist auch für uns wichtig. So, könnt ihr jetzt mal so ein bisschen erklären, wo wir jetzt hier sind? Wir sind jetzt in Köln-Lindenthal und wir haben gerade schon gemerkt, hier muss man immer aufpassen. Köln-Lindenthal ist sehr fahrerfreundlich und man darf auch jetzt nicht nur den Fuß hier drauf setzen, dann wird man elendig. Das ist eine Schnellstraße, eine Schnellfahrradspur. Weggeklingelt. Und hier ist unser Studio, da ist unser Logo, sieht man natürlich auch da schön. Kann man zeigen. Genau. Das ist eure Firma. Wir sind eine GmbH, also das ist unsere Firma. Wir sind Parkettlegemeister und wir. Nein, das ist unsere Firma. Und hier ist unser Studio. Und nochmal ganz kurz zu der Konstellation. Also ihr produziert das mit eurer Firma. Ja. Und ihr seid ja Teil von Funk. Mhm. Das heißt, ihr seid werbefrei. Funk gehört ja zu ARD und ZDF, also seid gebührenfinanziert. Und ihr kriegt dann quasi ein Gehalt pro Monat. Oder ich weiß nicht, das frage ich wirklich also jetzt allen, ich weiß nicht, wie diese Konstellation funktioniert. Also wir sind Geschäftsführer dieser GmbH und wir schreiben auch Gesellschafter. Genau, und wir schreiben mit unserer Firma quasi ein Budget quasi für ein Jahr Funkvertrag und da in diesem Budget, das ist dann quasi aufs Jahr aufgeteilt, dass man sich dann quasi dann, ja, das da ist auch euer Honorar mit drin. Unser Honorar ist auch drin und natürlich Catering, sechsstellig, was hier natürlich aus zwei Salamibrötchen da im Endeffekt besteht. Genau, also genau das, also das heißt auch so wie bei anderen Produzenten, umso günstiger ihr produziert, umso mehr bleibt hängen. Wir gehen natürlich ins Minus, weil wir so hochwertig produzieren und ist natürlich klar. Ja. Gut. Dann. Das ist unser Studio mitten in der Wohngegend. So, Steuern! Akten raus! Hello. Applaus für Kai Pflaume! Ich bin ja gar nicht der Gast heute. Einmal vorstellen, auch die hier mit dem Fisch-Sandwich. Schaffe fängt an, vorstellen. Name. Hi, Felix. Was machst du hier, Felix? Redaktion, Spaß machen und essen. Und Teamsicherheit. Genau, ich habe ein bisschen Spaß. Nein, machst du? Ich bin ganz neu, ich bin jetzt seit 3 Wochen hier, redaktionell. Gut. Das heißt, Volontariat für was oder ist es so eine... Ich bin an der Journalistenschule von RTL eigentlich und habe da 2 externe Stationen und bin jetzt bei den Jungs hier. Hast ja Glück. Ja, ich bin Sven. Hi. Ich schneide die Videos und mache den Ton hier. Okay. Genau. Sehr gut. Du machst das alles schön. Ich mache alles schön. Das steht Freak. Ich dachte, Frank. Ja, das passt zu mir. Ja. Kamera, Schnitt, Humorzentrale und auch Mr. Sicherheit hier. Verstehe. Halt. Ja. Fahren gerne das mal hin. Natürlich alles Kleinersteller. Wir machen alles alleine. Schön, dass du da bist, Kai. Ja, danke, danke. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen das Drumherum zeigen, weil die Show kennt man ja. Genau. Ja. Aber wir sind ja auch Menschen. Da ist auch eine Menge da drin noch. Du wolltest ja noch was sagen heute, ne? Es macht mir so viel Spaß hier zu arbeiten. Ja, das ist ja klar, das ist ja super, dass du mir so spontan sagst. Mega! Monte war da. Der war da. JP Performance hätten wir auch mal gerne bei uns. Schon wir auch nicht da. Nee, der hätten wir gerne mal bei uns zu Gast. Okay. Da kannst du vielleicht mal deine Kontakte spielen lassen. Mhm. Deine Promi-Kontakte. Mhm. Und dann hätte ich gerne auch welche aus dem internationalen Markt. Also Benny scheut sich davor, er möchte nicht so gut nicht so viel Englisch sprechen. Aber also, ich hätte gerne hier die ganz großen. Was gibt's denn für welche? Ed Sheeran. Louis Capaldi. Aber würde das funktionieren? Ich hätte einfach nur gerne mal da, um sie da gehabt zu haben. Also ich glaube. Die brauchen ja nichts sagen, die brauchen ja nur da sitzen. Ja.
Harry, welcome, Ed Sheeran, how are you? Ja. Und wie ist das so in kleineren Studios? Hast du auch hier das Showgefühl oder ist das nur schon. Also das, ich war, wie gesagt, war ja auch schon mal hier. Also ist immer, könnt ihr euch mal angucken, ne? Video ist ja online nach wie vor. Ne? Können wir mal reingucken, können wir verlinken. Wie haben wir es nochmal genannt, das Video, Benny? Da haben wir auch eine Wer weiß denn sowas Anspielung gemacht im Titel, oder? Kai weiß sowas. Ja, genau. Ja, genau, stimmt. ihr seid ja eigentlich die einzige wirklich erfolgreiche Studioshow Deutschlands. Auf YouTube. Oder gibt es noch was anderes? Nee, mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Mir fällt nichts Vergleichbares ein. Nee, ich meine überhaupt so. Also irgendwas Studio-basiertes. Also haben ja viele mal versucht in irgendeiner Richtung, aber... Nee, hat keiner... Nee, ne? Wir haben uns den Markt erkämpft, aufgebaut und sind jetzt Marktführer. Scheiß Verträge. Scheißegal. Das ist ja, dass ihr diesen ganzen Quatsch mitmachen müsst. Ja, wir haben völlig die Macht ja sehr viel Spaß. Okay, dann ziehen wir uns schnell um. Ja, und wo macht ihr das? Was zeigen wir dir jetzt? Jetzt kommt der Schlüssel. Guck mal, Kai, da oben bist du. Wo? Da oben rechts. Ah ja. Ja. Ja, nee, ihr könnt schon sagen, könnt schon stolz sein, also, wenn ihr so alles schon hattet. Ja. Also wenn ihr ein Paket mitnehmen wollt, haben wir noch mehr. Das ist ja wirklich für jeden, ja. Schokolade muss natürlich dabei sein. Schokolade ist eine gute Schokolade, ist eine sehr leckere Schokolade. Ja. Orangenscheiben hier unten auch so ein bisschen das Gourmet-Fach. Wir hoffen einfach alle, dass Thorsten Sträter keinen Hunger hat. Genau. Nee, ich bestell gleich was. Ja. Ich bestell gleich was, auf eure Kosten. natürlich, klar. Die Einladung, klar, das ganze Team. Muss ich natürlich, ja klar. Ich lade das ganze Team jetzt gleich mal auf eure Kosten ein. Kann man steuerlich geltend machen, gar kein Thema. Ja. Hier ist die Toilette, da ist ein Schwarzschimmel an der Ecke. Hier ist aber eine Wärmekältebrücke irgendwo. Da steht irgendwo richtig. Hier schallert richtig der Schimmel irgendwo rein. Ganz gefährlich. Dass du jedem unserer Gäste immer sagst, und da ist der Schwarzschimmel und hier sonst irgendwas. Ja, weil ich will nicht, dass die Leute denken, dass ich stinke. Dann sage ich immer, das ist der stinkende Schimmel. Schimmel kann ich stinken. Hier ist quasi unsere Garderobe. Mhm. Welche ist dein Garderobenständer? Das ist meins. Und das ist Bennys. Natürlich unser Sockenfundus. Zu jedem Anzug kommt ein. Das finde ich auch immer wichtig. Also der, das hätte ich jetzt, Schwarzschimmel egal, aber du zeigst, dass du immer die gleichen Socken trägst. Wenn die auch zwischendurch, nimm dir mal einer mit so zum... Das jeder möchtest du der Erste sein? Nee, aber nimmst du die nicht mal mit und wäschst die? Bestimmt irgendwann mal. Okay. Wie sind denn diese Anzüge und so, wie ist das denn überhaupt hier in den Fundus gekommen? Habt ihr das irgendwann mal gekauft? Sind das irgendwie Sachen, die ihr privat nicht mehr tragt und ihr dann mit hierher nehmt, um sie abzurechnen? Das heißt, nee, das sind schon Sachen, die wir extra für die Sendung gekauft haben. Wir haben irgendwie vor 4 Jahren mal entschieden, nicht mehr in Privatklamotten vor der Kamera zu sitzen, sondern dass wir irgendwie... uns irgendwie diesen umziehen wollen, dass das vielleicht doch ein bisschen so Klick im Kopf auch macht, dass man nicht quasi jetzt mich moderiere, sondern dass man so noch so ein bisschen Prozess hat. Und dann kam und irgendwann... man macht sich ja auch privat schick, wenn man sich Gäste einlädt. Ja, genau. So machen wir das auch. Besonderer Moment. Und die haben wir extra für die Sendung gekauft. Wir hatten früher auch irgendwie abgetragene Sachen an, aber jetzt sind sie schon recht neu. Und auch für die Sendung. Und habt ihr die dann alle auf einmal gekauft oder so? Nee, ja, Step by Step alles. Also so ein paar konnten immer so 2 auf einmal oder so, aber ansonsten ist das alles. Und wart ihr da dabei oder hat das jemand für euch gemacht? Nee, machen wir alles selber. Also wir gehen auch dann selber gucken, probieren ihn dann an. Der helle ist nicht schlecht. Den für heute? Ja. Ja. Schönes Don't-Wash drunter. Und dann weiß ich, also gut, der Schuh sieht man eh nicht. Genau. Was würdest du da jetzt drunter ziehen? Ein Rolli? Ja, ich würde schon gerne einen Rolli, vielleicht den hier sogar, den braunen. Was ist mit dem hier? Nein, du kannst da keinen braunen Rolli drunter ziehen. Dennis? Ich würde eher, wenn, dann Weinrot. Nein, nur einen hellen geht gar nicht. Oh ja, das Weinrot kommt gut. Kannst du nicht unter einen hellen Anzug einen hellen Rolli ziehen. Modepolizei. Wie entscheidest du dich dafür, was du anziehst? Auch nach Lust und Laune. Ja, das ist auch gut. Das finde ich richtig schick. Weinrote Socke noch dazu. Ja. Was siehst, guck mal für den Benni, was er so anzieht. Ich würde den Anzug, den sehe ich irgendwie, schön grau. Mhm. Und was ziehst du drunter? Aber dann seid ihr beide sehr hell, ne? Du musst jetzt eigentlich mit dunkel kommen, fühlt nichts dran vorbei. Ja. So. Ich würde eher sowas, oder hat sie den gerade an? Nee, ich hatte der neu ist. Den gerade an, oder den blauen, den würde sogar passen von der. Den fände ich gut dazu. Ja. Weil ich finde, wenn du beige und du grau, das ist... Ja. Und was siehst du drunter? Vielleicht so einen hellblauen Rolli?
So einen leichten hochgeschlossenen. Ja, das würde ich auch nicht machen, weil er ja auch Rolli Cola hat. Das würde ich auch eher. Also entweder, nee, das geht gar nicht. Dann eher sowas. Mhm. Ein Knopf auf, genau. Oder mit Krawatte. Haben wir denn eine Stühle passende? Welche siehst du da? Uni. Ach so. Oh ja. Ja, das geht. Oder kommt das zu sehr? Ich finde immer wichtige Regel, wenn der Anzug schon ein Muster hat, dann kannst du da nicht noch eine Krawatte mit Muster drauf bauen. Mhm. Kannst du Krawatten binden? Ja. Müsst du mir später mal vielleicht mal helfen. Mhm. So, dann ziehe ich das doch an. Das ist doch wunderbar. Welche Sockenfarbe siehst du? Hellblau. Mhm. So, dann zieht euch mal um und ich bestelle mal was zu essen in der Zwischenzeit. Fragt die Jungs mal, was für Sushi sie mögen. Ihr lacht. Kobe. Ja? Ich guck mal, gibt bestimmt irgendwas Teures. Hier, wir wollten was zu essen bestellen. Ja. Das sollte heute mal anders sein als sonst. Das kennen wir nicht. Das ja, deswegen. Gar nicht. Ja, ja. Herr Pflaume, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pflaume. Worauf habt ihr Lust? Also die Jungs zahlen es am Ende, insofern ist es egal. Schau mal. Ihr seht heute richtig gut aus. Ausnahmsweise mal, ne? Ja. Mal schön fertig gemacht. Und ihr passt auch zueinander. Moment, ich muss gerade an die Sushi-Bestellung losschicken. Boah, hier. Ah, nee. So gütisch. Also Thorsten Schröter ist jetzt gerade im Anflug. Der heutige Gast, der hat ja keine Ahnung, dass ich da bin. Wir wollen ihn ein bisschen überraschen. Ich verstecke mich in der Toilette. Wo auch sonst. Guten Tag. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Ich hab noch nie. Wäre unser heutiger Gast ein Lebensmittel, er wäre ein Saftschinken. Macht einen riesengroßen Applaus für Thorsten Sträter! Vorbei! Ende! Alles Ende! Vorbei, Ende! So, Thorsten ist jetzt draußen, jetzt kann ich auch wieder aus meinem Versteck raus. Einmal ekligen Shot bitte! Der Ober, ganz schnell bitte den ekligen Shot! Ich möchte einen ekligen Shot haben! Ja, auch natürlich! Mensch! Danke. Kai, was machst du denn hier im Keller? Ich mache immer, wenn ich so ein bisschen, wenn ich nichts zu tun habe in Hamburg im Studio, dann mache ich hier so ein paar Nebenjobs. Ich drehe gerade ein Video für meinen YouTube-Kanal, ja. Einen Tag mit Dennis und Geil, Mann. Ja, alles und klar. Das war jetzt Zufall, dass du heute hast. Ich freue mich. Ja, ich war ein bisschen schockiert gerade, aber ich freue mich. Ja. Und heute Abend, langsam ist der Arena ausverkauft? Weißt du, wie viele Leute kommen da? Was ist? Ein paar Tausend, mehrere Tausend. Okay. Irgendwie. Ich kümmere mich ich mache mir über sowas nicht zu viel Gedanken, sonst blockiere ich hier sofort, während ich vor dir stehe. Wenn es okay ist, habe ich Lampenfieber lieber um 7:45 statt jetzt sofort, wenn ich mit dir darüber rede. Aber es kommen schon viele Leute. Aber es ist dein Solo? Es ist mein Solo, ja. Okay. Aber ich habe trotzdem Angst. Jetzt, wo ich mit dir darüber spreche, scheiße mir die Hose, aber ansonsten ist alles. Mir helfen? Ich glaube, mein Sichelfuß suppt. Entgegnete der nussig duftende Comedy-Gigant mit der Barreihatte. Ich verstehe Ihre Irritation über meinen überraschenden Besuch, aber Ihr Management hat mich gebeten, Ihnen beim Fertigstellen Ihres neuen Programms unter die Arme zu greifen. Das war ein Schmutz. Du hast es geschafft! Nein, wir waren das. Und das war Feuer, Eis und pure Liebe. Das ist eben immer das. Ich kann doch was, Kai. Ja, das ist wirklich. Das war stark, ja. Ganz groß. Ja, ja. Sagst du mir sowas nie? Ich hätte jetzt auf ein 15-köpfiges Autorenteam getippt oder. Ja, das ist ja das Geile hier. Steht im Vertrag, aber irgendwie bekommt die Kohle. Ich weiß ja nicht, was im Hintergrund noch irgendwo in Rumänien oder Bulgarien sitzt. Und genau, das ist genau. In Aserbaidschan, das sind noch vier Gagschreiber. Hello, here are your jokes. In the Anhang. Wie lange hast du dann gesessen? Ehrlich gesagt, 6 Stunden. Okay, das wiederum dann nicht mehr so. Ja, das ist vorne, das sagst du mal ein, und schon weniger. Dafür war es dann. Oder meinst du Minuten? Die sind hier so ein bisschen. Das finde ich schön.
Ja, ich finde es auch klasse, aber ich kann jetzt den ganzen Tag in der Kita rumhängen, ich muss echt mal arbeiten gehen. Wir holen uns alle die Poolnudeln weg und dann geht's ins Bett. So. Jetzt ist Feierabend? Ja. Das war's schon. Jetzt Feierabend, jetzt gehen wir nach Hause und unseren Heilweg kennst du ja schon, weißt du, wo wir hingekommen sind. Da hinten wird schon gelacht während des Drehs, ist halt völlig in Ordnung. Ich überbacke mir heute meine Frühstücksreste fürs Abendbrot und dann gehe ich friedlich schlafen. Ist das jetzt für euch das, was ihr bis an euer Lebensende machen werdet? Ist das, oh, jetzt muss ich erstmal die Mitarbeiter rausschicken. Ja, ich wollte gerade fragen, gerade mal den Vorhang zu. Ich glaube, es hat sich alles bisher so Step by Step. Was gibt es ein großes Ziel? Also außer Wetten, das? Erstmal auswandern nach Mallorca und dann eine deutsche Bäckerei aufmachen. Das ist mein allergrößtes Ziel. Weil die lieben deutsches Brot. Es ist alles so Step by Step immer so größer geworden. Also nicht so von jetzt auf gleich. Und es ist auch nicht am Reißbrett geplant, sondern es ist einfach so entstanden, wie es entstanden ist. Und ich denke mal, wenn man dann weiter Gas gibt und so ein, ja, ehrgeizig ist. Wir haben dieses Urvertrauen in uns. Das ist alles schon, wenn man sich das Behörden richtig Vollgas gibt, das auch dann irgendwie wird. Also zwei Sachen. Wenn ihr medial jetzt ein Wunschfreier, wenn irgendeiner kommt und sagt, hier, carte blanche. Mhm. Ihr könnt jetzt hier im Fernsehen, egal bei welchem Sender, könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich will mit Benny zusammen Wetten, das machen. Ja? Tatsächlich ja. Ich hätte da total Bock drauf, neu aufzulegen. Mhm. Wir stehen zur Verfügung. Okay. Herr Bellut, durchcrawlt. Ein Anruf. Der andere, der neue. Springt über euren Schatten. Ja. Ja. Ja, vielleicht fangt ihr erstmal mit der Backstage, was Lisa und Lena gemacht haben. Ja. Da könnt ihr mal reinschnuppern. Kommt auf die Gäste an. Also wenn da so ein, weiß ich nicht, wer da so kommt. Bobby Williams war ja letztens da. Mhm. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, warum nicht? Also, aber wir hätten gerne, ja, wenn du hast ja gefragt, was für uns das Schönste wäre. Ich glaube einfach eine große Spielbühne. Die haben wir ja jetzt auch schon bei Funk. Und da sind wir auch sehr glücklich drüber. Aber vielleicht einfach eine große Spielbühne, eine Chance, das auch dem breiteren Publikum mal zu zeigen, was wir hier, und das schließt unser großartiges Team mit ein. Leisten. Was wir hier leisten, dass auch mal der Steuerzahler was davon hat. Dass er uns auch mal sieht. Der Gebührenzahler. Der Gebührenzahler, ja. Das ist ja, quasi auch eine Steuer. Ist eine Steuer, eine Unterhaltungssteuer quasi, Entertainmentsteuer. Also das kann ich auch nochmal sagen, also ein bisschen jetzt Feedback des Tages, was ihr hier mit auch einem sehr kleinen Team leistet. Mhm. Das ist schon sehr cool. Applaus, applaudiert euch. Selber applaudieren. Sie selber preisen. Sie selbst reichen auch. Oder so machen. Applaudiert. Ihr seid es. Ihr seid es, ja, für all die Leute, die jetzt zugucken, die Bock haben darauf, ne? Ein cooles Gewinnspiel gibt es ja immer mal wieder in den Videos auf meinem Kanal. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir eine Wildcard für eure Show versuchen? Ja, das machen wir. Ja. Ihr werdet Wildcard. Ja, ihr könnt Wildcard-Gewinnerin oder Gewinner und werden. Mhm. Und dann könnt ihr hier in der Show bei Worldwide Wohnzimmer, seid ihr dann dabei. Und dann werdet ihr berühmt, trefft einen oder mehrere eurer großen Stars, Kanalgründungsdatum, Hashtag Worldwide Wohnzimmer und kommentiert euer bisheriger Lieblingsgast. So, ja. Lisa Fitz zum Beispiel. Ja. Also das kommentiert ihr und unter allen, die dann richtig kommentiert haben, losen wir dann eine Gewinner. Und ihr seid dann wirklich die Wildcard, wenn wir am Tag mehrere Formate drehen, seid ihr auch bei zum Beispiel bei Erkennst du den Song, ihr seid auch bei Korrekt oder Weg und an dem Tag vielleicht auch noch bei Wer weiß. Alles. Nur ihr seid dann da. Ihr seid die Star Wildcard. Bringt euch was zu essen mit. Nicht Hunger. Oder esst vorher. Nehmt eine Dose Stapelchips mit. Ja, hier gibt's nur ein paar Bibi. Sushi gibt es hier nur, wenn ich da bin. Ja. Die Jungs haben schon gefragt, ob ich nicht jede Woche kommen kann. Die haben schon das Plastik mitgegessen, weil die dachten, was ist das denn hier? Okay, dann sagen wir vielen Dank an euch. Danke, Kai, dass du das gemacht hast. Ja, sehr gerne. Wir haben ja doch ein bisschen was über euch erfahren. Ja. Abonniert natürlich Bennys und Dennis Kanäle. Ja. Ja. Instagram. @BenjaminWolter. @DennisWolter. Blaue Haken. Ja. Und abonniert Worldwide Wohnzimmer. Ja, auch das. Auf Instagram. @www.show. Ja, alles abonnieren. Seid ihr noch auf irgendwelchen anderen Kanälen? TikTok. TikTok sind wir auch. @www.show. Ja. OnlyFans. Das macht nur Benny. Das macht nur Benny. Für einen guten Zweck. Da bin ich. Zeige ich mein Gesicht nicht. Ist also als Inkognito. Ja. Und er kennt ihn in der Körperform. Und wir sagen Danke. Du.